Ich habe einen Artist bei Fiverr angeheuert und ihr durftet die Attacken bestimmen, die ihr für den Bosskampf designt. Er haut mit einer Matte auf den Boden und einer Druckwelle. Gut, ich habe Abraham also zwei Mattenangriffe zeichnen lassen, die schon mal ziemlich episch aussehen. Ich musste nur noch programmieren, dass Lascha zu den Matten rennt. Und dich damit schlägt. Was ist mit der Schockwelle? Oh, hey, ja, die habe ich einfach vom Basketballer übernommen. Das wird schon jemandem auffallen, oder? Das gleiche funktioniert jetzt übrigens auch mit den stehenden Matten.